Dankeschön. Ich glaube, wir haben ungefähr so viele Leute wie letztes Mal auch. Oder hast du mir gezählt, wie viele es waren noch letztes Mal? Ich bin sehr zufrieden mit mehr als zwei. In Wuppertal war es mal zwei, das war die tollste Veranstaltung, die ich hier hatte. Und das war nicht mit dir in Wuppertal, du warst bei der, wo du der Einzige warst. Das war auch sehr schön. Aus dem Unerträglichen lese ich später vor. Ich brauche erstmal einen Text, um warm zu werden. Der hat auch ein bisschen Lokalkolorit, der heißt nämlich Die alte Hellseherin in der Bibliothek. Mit der Stimme, das geht soweit. Ja, alle verstehen das. Wenn nicht, dann ist auch egal. Dann müsste Sebastian und Bescheid sagen. Die Dame am Informationsschalter in der Bibliothek kommt mir vage bekannt vor. Das Kopftuch, die Warze auf der Nase, der genervte Gesichtsausdruck. Woher kenne ich sie nur? Guten Tag, begrüße ich Sie. Ich brauche einen neuen Bibliotheksausweis. Brauchen Sie gar nicht, raut die Dame mit knarziger Stimme, die mir ebenfalls irgendwie bekannt vorkommt. Wissen Sie, was Sie brauchen? Ein Blick in die Zukunft brauchen Sie. Wir kennen uns irgendwoher. Wollen Sie mich angraben? In diesem Augenblick fällt es mir wieder ein. Es ist die Hellseherin, die ich vor ein paar Jahren mal an einer Fußgängerampel getroffen habe. Sie hatten mal einen Hellseherstand an einer Fußgängerampel, oder? Kann sein. Ich blicke nur in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit. Was machen Sie hier in der Bibliothek? 10 Euro und ich sag Sie. Ja, ich erinnere mich sehr gut an Sie. Ich mich aber nicht an Sie. Sie sind mit dem Hellseherstand hierher gezogen? Warum sollte ich hier eine Bibliothek umziehen, Sie Quatschkopf? Naja, warum waren Sie an der Fußgängerampel? Weil es mir in der Waschstraße zu nass war. Sie hatten einen Stand in der Waschstraße? Kurzzeitig. Aber jetzt arbeite ich als Bibliothekarin. Dann bekomme ich bei Ihnen meinen neuen Ausweis? Ja, leider. Haben Sie die Hellseherei ganz an den Nagel gehängt? Ivo, das kann man nicht an den Nagel hängen. Das ist eine Gabe. Die lässt man nicht einfach sein. Aber ich betreibe sie jetzt noch nebenberuflich. Die Zeiten für Hellseherinnen sind schlecht. Soll ich für Sie einen Blick in die Zukunft werfen? Nein, das ist nicht nötig. Ich will nur einen neuen Ausweis. Ist bestimmt interessant, was Ihre Zukunft bringt. Das kann sein, aber mir reicht's, wenn Sie einen neuen Ausweis bringt. Was ist denn mit Ihrem alten Ausweis? Ja, der ist abgelaufen. Wie unvorsichtig von Ihnen. Ja, so ist das eben. Ausweise laufen ab. Ja, wir werden alle nicht jünger. Passt einmal nicht auf, ist der Ausweis abgelaufen. Ne? Hätten Sie mir damals von mir die Zukunft lesen lassen an der Ampel, dann wüssten Sie, dass Ihr Ausweis ablaufen wird. Ach, ist ja bewundernswert. Naja, steht hinten drauf. Ich überlege, ob ich in den Tresen beißen soll. Abgelaufen, so, das ist ja ärgerlich. Was machen wir denn da? Einen neuen ausstellen? Ui, das ist sehr gefährlich. Was? Warum? Das soll Pech bringen. Was? Einen Ausweis zu besitzen. Jeder hat einen Ausweis? Ja, die Menschen sind so unglücklich, deshalb. Weil sie Ausweise haben? Ja! Aber ich kann sie schützen. Ich kann ihren Ausweis mit einem guten Zauber belegen. Ja, und wie? 10 Euro, ich sag's Ihnen. Ich gehe das Risiko ein. Stellen Sie mir bitte einfach meinen neuen Ausweis ein. Auf. Ohne guten Zauber? Ja, ohne guten Zauber. Es ist im Moment nicht sicher, dass ich das machen werde. Aber es ist Ihr Job. Ja, natürlich. Aber es ist dennoch nicht sicher. Ich bin unheimlich bockig. Aber wenn Sie möchten, wenn ich in Ihre Zukunft blicke, kann ich Ihnen sagen, ob Sie je einen neuen Ausweis bekommen werden. Ich gehe zu Ihrer Kollegin an den anderen Schalter. Das will ich nicht tun. Warum nicht? Wollen Sie, dass die Dame in einen Frosch verwandelt wird? Warum? Ach so, Sie machen das? Na kommen Sie, ein Blick in die Zukunft, einen ganz kleinen. Nicht neugierig, was passieren wird? Nein. Es wird ganz schön spannend, sage ich Ihnen. Ist mir egal. Ich verrate Ihnen was, Sie werden bald an einer tödlichen Krankheit verrecken. Echt? Unter welcher? 10 Euro und ich sag's Ihnen. Ich habe nur 10 Euro dabei und die brauche ich für den Ausweis. Ja, man muss Prioritäten setzen. Verzichten Sie auf den Ausweis, lassen Sie sich voraussagen, welche Krankheit Sie haben. Da gehe ich lieber zum Arzt. Sie vertrauen der Wissenschaft, die ist doch korrupt durch und durch. Ärzte denken nur ans Geld. Sie nicht, oder was? 10 Euro und ich sag's Ihnen. Ja, was nützt mir denn zu wissen, worin ich erkranke, wenn es, wie Sie sagen, tödlich endet?
Ja, da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen. Na, sag mal, es ist so, ich kann verhindern, dass Sie krank werden. Ach ja, und wie? Indem ich Sie mit dieser verseuchten Flüssigkeit besprühe. Sie hält mir ein Fläschchen vor die Nase. Können Sie mich in Ruhe lassen, mir einfach meinen Ausweis machen? Ach so, ich wusste ja nicht, dass Sie ihn haben wollten. Sagen Sie gleich von mir aus, kann aber dauern, bis der Ausweis fertig ist. Wie lange denn? Sehr, sehr lange. Am Eingang meinten Sie, der neue Ausweis, das geht schnell, den würde ich mir nach 10 Minuten im Betrieb bekommen. Ja, die am Eingang, die haben keine Ahnung. Deshalb arbeiten sie auch nur am Eingang und nicht an Informationen, wie ich, denn ich habe Ahnung. Dann fangen Sie doch endlich an. Okay, schauen Sie mal nach links. Ich drehe mich nach links, schon sagt die Hellseherin. Danke, reicht. Dann klickt sie mit ihrer Computermaus über den Bildschirm. Die Person auf dem Foto erinnert mich entfernt an mich selbst. Das ist das Foto, was da entstanden ist. Bin das ich? Ja. Woher haben Sie das Foto? Eben von Ihnen gemacht. Ich sehe keine Kamera. Gibt keine. Ich habe Sie gehext. Ich sehe mir auf dem Foto nicht ähnlich. Doch. Können Sie ein anderes von mir hexen? Nein. Warum nicht? 10 Euro, ich sag's Ihnen. Sieht auf dem Foto unmöglich aus. Ich will ein neues. Nein. Dann will ich Ihren Vorgesetzten sprechen. Nein, ich habe keine. Das ist meine Bibliothek. Die Stadtbibliothek gehört Ihnen? Und die Landesbibliothek auch. Das glaube ich Ihnen nicht. Pech. Machen Sie ein neues Foto von mir. Das Bild ist schön. Ist es nicht. So sieht's halt aus. Ist ja noch früh am Morgen, Sie haben Grippe, schlecht geschlafen, das ist kein guter Zeitpunkt für ein Foto. Hätte ich gewusst, dass Sie ein Foto von mir machen, von meinem neuen Ausweis, hätte ich anders geguckt. Seien Sie mal nicht so eitel, Hauptsache Sie kriegen einen neuen Ausweis. Ja, das wollen Sie doch, weil in Zukunft waren Sie sich ja zu fein daher, ne? Sehen Sie den Lappen Fleisch da an meiner Wange? Können Sie den wenigstens wegretuschieren? Ich denke gar nicht dran, das ist ein wertvoller Teil von Ihnen. Stehen Sie zu Ihrem Doppelkind, Dreifachkind, Vierfachkind, das bei einer Kopfdrehung unschön ins Gesicht drückt. Und außerdem auch Doppelkind hat das Recht, auf ein Foto zu erscheinen. Ich komme andermal wieder. Ich wusste ja nicht, dass Sie ein Foto von mir machen. Also Hexen. Tja, ich komme morgen wieder. Sehe ich besser aus? Glaube ich nicht. Warum nicht? Ich habe in Ihre Zukunft geblickt. Sie sehen den Rest Ihres Lebens so scheiße aus wie jetzt. Außerdem habe ich Sie verflucht. Jedes Passfoto, das Sie jemals von sich machen lassen, wird so aussehen wie dieses hier. Oh nee, jetzt hören Sie doch mal auf. Sie haben angefangen. Habe ich gar nicht. Du hast einen Gacker. Machen Sie den Fluch wieder rückgängig. Kann ich nicht. Tut mir leid. Ich kann nur verfluchen und in die Zukunft schauen. Aber ich kann Ihnen sagen, wann der Fluch vorbei ist. Sie haben doch eben gesagt, für den Rest meines Lebens. Ach Mist. Ich muss mir Spoilern abgewöhnen. Gehört die Stadtbibliothek am anderen Ende der Stadt auch Ihnen? Nein. Dann trete ich da ein. Das würde ich nicht tun. Warum nicht? 10 Euro, ich sag's Ihnen. Dankeschön. So, bevor mein erster Gast heute Abend weiblich, oder unser erster Gast heute Abend weiblich hieß, noch ein ganz kurzer Text. Aus der Zukunft, vom 18.06.2033. Ich habe in der Zeit 10 Jahre allein gelebt, zurückgezogen, irgendwo in Berlin und habe mir dann nach 10 Jahren vorgenommen, jetzt gehe ich vor die Tür. Und gerade als ich vor die Tür gehen will, treffe ich meine Nachbarin, aber der Reihe nach. Wollte ich nicht in die weite Welt ziehen? Ich komme vor lauter Introspektive zu gar nichts mehr. Gut, dass wenigstens schon meine Koffer gepackt an der Tür stehen. Ich nehme einen Koffer und öffne die Tür. Hinaus, hinaus, denke ich mir. Doch wieder kommt etwas dazwischen, diesmal in Gestalt einer Frau um die 20, die gerade auf meinen Klingelknopf drückte. Ein ohrenbetäubendes Schrillen. Die Besucherin und ich fahren erschrocken zusammen. Oh je, lacht sie. Ihre Klingel ist aber schrecklich. Und Sie sind? Mein Name ist Tamara Ostermann. Hallo, stellt sie sich vor, streckt mir die Hand entgegen. Ich wohne seit gestern in der Wohnung über Ihnen. Aha, antworte ich müde und gebe mir die Hand. Allerdings drücke ich die Hand nicht, denn sie soll sich anfühlen wie ein toter Fisch. Ich habe mal gelesen, dass die meisten Menschen einen weichen Händedruck als unangenehm empfinden. Da habe ich mir geschworen, meine Hand nur noch so weich wie möglich zu geben. Das ist der Nonkonformist in mir, der Punk. Ja, dann auf gute Nachbarschaft, lächelt sie vergnügt. Sie strahlt unbändige Lebensfreude aus. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ein Mensch mit unbändiger Lebensfreude. Wahrscheinlich ist sie total aufgeschlossen und wahnsinnig stolz darauf, wie offen sie auf andere Menschen zugeht. Die kann bestimmt total gut mit anderen umgehen und freut sich über jeden, den sie kennenlernt. Wahrscheinlich hält sie sich sogar für gewinnend. Sie halten sich wohl für gewinnend. Was? Frage ich sie aggressiv. Hä? Ihre Maske aus Selbstsicherheit zeigt erste Risse. Sie bilden sich wohl verdammt viel darauf ein, dass Sie mit Menschen so gut umgehen können, oder? Sie sind bestimmt so jemand, der ständig neue Leute kennenlernen muss und die Alten einfach links liegen lässt. Ne? Sie sind so oberflächlich, dass Sie gar nicht merken, dass andere Menschen sensibler sind als Sie und dass Sie mit den Gefühlen anderer umgehen, als wären Sie Dreck. Bestimmt behaupten Sie, Menschen seien Ihr Hobby, oder? Ne? Ja, was nichts anderes bedeutet, als dass Sie für Sie ein Spielzeug sind, diese Menschen, das schnell seinen Reiz verliert und sofort ersetzt werden muss. Sie starrt mich mit weit aufgerissenen Augen an.
Schon, dass Sie sich bei mir vorstellen, ja, das sagt doch alles. Müssen Sie sich jeden aufs Auge drücken? Können Sie nicht für sich allein aufgeschlossen sein? Was ist eigentlich Ihr Problem, junge Frau? Finden Sie, dass sich bei seinen Nachbarn vorstellen, klingeln und ein gelungener Start in eine, wie sagten Sie, gute Nachbarschaft ist? Sie lächelt nun nicht mehr. Laune für Sie auch. Wie dem auch sei, ich wollte nur sagen, dass ich heute Abend eine kleine Party feiere und... Moment! Falle ich ihr ins Wort. Ich weiß, was Sie jetzt sagen. Es kann lauter werden. Ich soll einfach dazukommen, falls es mir zu laut wird, nicht wahr? Ja, aber... Sie wirft einen Blick auf den Koffer in meine Hand. Wie ich sehe, wollten Sie sowieso verreisen? Sind Sie jetzt enttäuscht? Warum? Weil ich nicht zu Ihrer Party kommen kann, wenn ich verreist bin. Nein, das ist schon okay. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub. Wohin geht's denn? Sind Sie wieder aufgeschlossen? Das können Sie gerade sein lassen. Die Einladung war wohl nicht ernst gemeint, was? Aber was heißt denn hier, das ist schon okay? Sie müssen schade finden, dass ich nicht kommen kann. Naja, wenn Sie verreisen, dann können Sie ja nicht kommen. Das hängt ja wohl davon ab, wohin ich verreise. Ich verreise vielleicht innerhalb der Straße, wissen Sie es? Oder ich bringe den Koffer nur zum Sperrmüll? Ich könnte trotzdem heute Abend vorbeikommen. Wissen Sie was? Ich glaube, Fräulein, Sie wussten ganz genau, dass ich heute verreise. Und Sie wollten mich nur wissen lassen, wie viel Spaß Sie während meiner Abwesenheit haben werden. Sie wollten mir eine reinwürgen. Aber wo hätte ich denn wissen sollen, dass Sie verreisen? Vom Überwachungsstaat! Sie sind ja nicht mehr ganz klar, sagt sie verärgert und dreht sich weg, um zu gehen. Gehen Sie bitte nicht, winsel ich. Sie bleibt stehen, sieht mich mitleidig an. Frauen sind so berechenbar. Gut, Fräulein, ich verrate Ihnen, wohin ich verreise. Ich ziehe die Welt hinaus, Menschen kennenlernen. Sie sind übrigens der erste Hallo. Diesmal strecke ich ihr die Hand entgegen. Sie ergreift sie zögerlich. Und auch diesmal ist mein Griff weich wie ein Waschlappen. Sie sind seit Jahren der erste Mensch, dem ich begegne, freut mich. Darf ich ein Selfie von uns machen? Ja, von mir aus. Ich fotografiere uns beide mit meinem Smartphone, betrachte das Foto auf dem Display, verwerfe es, lösche es, mache kein neues. Wissen Sie was, Fräulein? Es reicht auch, wenn ich jetzt morgen aufbreche. Ob ich heute oder morgen in die Welt ziehe, das macht den Braten nicht fett. Was ist das für eine Feier, die Sie da geben? Eine Einweihungsparty. Und wer kommt? Ein paar Freunde und ich. Wann geht's los? Um 8. Darf ich früher kommen? Um 8 ist mir zu voll. Ich bin nicht so gern unter Menschen. Was? Sagen Sie, haben Sie einen Freund? Ja, wir sind zusammengezogen. Oh, schade. Es war gerade eine gewisse erotische Bereitschaft in mir aufgekommen. Sagen Sie, wo liegt denn Ihr Schlafzimmer? Nach hinten raus. Meins auch. Denken Sie dran beim Liebesspiel mit Ihrem Freund, nicht, dass ich Sie beiden höre, gell? Falls Sie übrigens Gurren hören, wundern Sie sich nicht, ich habe Tauben in meinem Schlafzimmer. Sie sagt nichts, da ihr Mund sich aber immer wieder öffnet und schließt, vermute ich, sie würde gern was sagen. Wissen Sie was, Fräulein? Ich glaube, ich komme lieber doch nicht. Das mit den Menschen und mir, das geht nie so richtig gut. Können Sie mir was zu essen runterbringen? Nein. Und das müssen wir jetzt mal erklären, ja? Wenn ich komme, darf ich essen, wenn nicht, kriege ich nichts. Ich dachte, Sie sind an einer, wie sagten Sie, guten Nachbarschaft interessiert. Wissen Sie was? Verreisen Sie einfach, Herr Fitz, dann sind alle zufrieden. Ja, damit Sie das Haus in Schutt und Asche legen können in der Zeit, ne? Ich denke gar nicht dran, ich verreise nicht. Was soll das hier eigentlich alles? Ich wollte nur freundlich sein. Na, das haben Sie ja gründlich versiebt. Das wird Ihnen hoffentlich eine Lehre sein, wenn man mit Menschen nicht kann, dann soll man es auch sein lassen. Wütend schlage ich mit der Faust gegen den Türrahmen. Zur Information meiner Gesprächspartnerin sage ich, aua. Sie macht erschrocken zwei Schritte zurück. Sie wirkt ängstlich. Warum hängen Sie nicht einfach einen Zettel ins Treppenhaus, ha? Warum müssen Sie persönlich vorbeikommen, um zu sagen, dass Sie feiern? Ich hasse meine Klingel. Ich hasse Menschen, die klingeln. Ich hasse Menschen, ich hasse Klingeln. Ich hasse Reservenklingeln, Menschenklingeling. Sie läuft weg. Die Treppe hoch. Ich schätze mal in Ihre Wohnung. Ja, laufen Sie nur, rufe ich hinterher. Das haben Sie ganz toll hinbekommen. Kaum eingezogen, schon ist unser Verhältnis für alle Zeiten zerstört. Und bilden Sie mal nicht ein, Sie könnten morgen wieder angeschissen kommen und um Vergebung winseln. Ne? Ich werde Ihnen nicht öffnen, weder die Tür noch mein Herz. Und sollte ich nach 22 Uhr nur den kleinsten Mucks hören, rufe ich die so gut Kitzbühel. Was sind Sie nur für ein Mensch, ruft sie von oben durch das Treppenhaus. Ein Rücksichtsvoller, aber Sie haben ja keine Ahnung, was das ist, Rücksicht. Sie haben lieber ganze Straßenzüge, die Sie wach halten, weil Sie Einweihungen feiern müssen. Was ist das überhaupt für ein Überkommener? Braucht Einweihungsfeier. Das ist ja wie im Dritten Reich, Einweihungsparty. Sind wir wieder so weit, aber wissen Sie was? Vielleicht komme ich doch. Stille im Treppenhaus. Sie fragt zaghaft von oben. Ehrlich? Und ich bringe die Polizei gleich mit, brülle ich aus voller Kehle und knall die Tür zu. Dann reiße ich sie nochmal auf und führe hinzu. Und sich persönlich vorstellen, sie hätte sich auch sparen können. Mir ist doch scheißegal, wer noch im Haus wohnt. Ich knalle wieder die Tür zu. Dann weine ich.
Nein, kleiner Scherz, ich weine nicht. Der Satz ist eine kleine Konzession an alle Küchenpsychologen, die glauben, jeder, der keine Menschen mag, wäre unglücklich. Bei mir ist das Gegenteil der Fall, je mehr ich keine Menschen mag, desto wohler fühle ich mich. Weil ich weiß, dass man Menschen gar nicht mögen kann und das auch tatsächlich nicht tue. Endlich sind Verstand und Gefühl miteinander im Reinen. Von der neuen Nachbarin sollte ich in Zukunft meine Ruhe haben. Eins aber muss ich ihr lassen. Eine schöne Idee, sich bei den Nachbarn persönlich vorzustellen. Das werde ich auch tun. Ich bin gespannt, wer sonst noch so im Haus wohnt. Dankeschön. So, willkommen zum zweiten Teil. Die drei Herrschaften, die heute Abend zu Gast sind, haben für den zweiten Teil was ganz Tolles vorbereitet. Außer Bogepony, der kommt nicht mehr, oder? Habt ihr das richtig verstanden? Und Freiheit wollte eigentlich im zweiten Teil auch nicht mehr, aber er hat spontan noch ein Lied geschrieben in der Pause. Und ich möchte sagen, die Polonaise muss schon sein, wenn du anstimmst dazu. Es wird schon eine Schritt-Polonaise mit Gesangs, mit Sprechgesang, oder? Es ist ein Theaterstück, das gesungen wird. Super, super. Music, genau. 16.06.2033, also das ist die Zeit, in der ich immer noch nicht meine Wohnung verlassen habe. Wo ist eigentlich mein Schlüssel? Was für eine überflüssige Frage, stellte ich mich selbst. Und welch seltsamer Ort dafür obendrein, füge ich den Gedanken noch hinzu, denn wozu brauche ich meinen Schlüssel? Ich bin nicht fähig, die Wohnung zu verlassen, und sollte es mir eines Tages doch noch gelingen, dann werde ich nie wieder zurückkehren. Und doch die Frage ist nun in der Welt, und ich werde keine Ruhe geben, bis ich eine Antwort darauf gefunden habe. Ich bin da wie besessen, wenn ich mir etwas eine Frage stelle. Und tatsächlich, ich frage mich immer wieder, wo ist mein Schlüssel? Wo ist mein Schlüssel? Wo ist mein Schlüssel? Oh Gott! Nun nicht mehr nur in Gedanken, sondern auch laut. Da klingelt mein Telefon. Ich hebe ab, sage missmutig meinen Namen und am anderen Ende raunt eine mysteriöse männliche Stimme. Kuckuck, ich weiß, wo Ihr Schlüssel ist. Ach ja? Wo denn? Unter Ihrem Sessel. Ich sehe nach und tatsächlich, da ist er. Seit wann liegt er denn da? Frage ich mehr mich selbst als den mysteriösen Anrufer, aber der antwortet, seit 9 Monaten. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie überhaupt, dass ich meinen Schlüssel suche? Ich muss jetzt ein bisschen die Stimme verändern, weil ich schaffe es auf Dauer nicht, dieses... Ich habe das mal in München gelesen, da haben wir am Ende der Lesung die Augen geträgt. Ich habe schon geweint, weil es so weh getan hat. Ich probiere so lange, bis ich weine, versprochen. Okay, bis ich weine, na gut. Ich bin Mitarbeiter des Überwachungsstaats. Ich belausche Sie. Ich kann nicht mehr. Hätten Sie früher Selbstgespräche geführt, hätte ich es Ihnen schon früher verraten. Sie beobachten mich heimlich seit 5 Jahren. Und warum? Ja, Sie stehen unter Terrorismusverdacht. Also muss man sich Telefonstämme vorstellen, ne? Aber ich kann keiner Fliege was zuleide tun. Ja, das sind die Schlimmsten. Und ich verlasse nie meine Wohnung und ich habe auch kein Internet. Ich habe nur mein Smartphone, auf dem ich aber kaum was erkenne und auch mich ständig vertippe. Ich bin ein Justizirrtum. Geben Sie mal Ihren Vorgesetzten. Hab keinen. Ich bin Freelancer. Und ich halte proaktiv. Ich beobachte Sie, bis mir was auffällt und dann verkaufe ich die Informationen an den Staat. Das klingt aber so, als wäre ich Ihrer Willkür ausgeliefert. Das sagen Sie alle. Wer alle? Nur die Terroristen. Sie telefonieren häufiger mit Ihren Abhöropfern? Nur wenn Sie Hilfe brauchen. Wenn Sie Ihren Schlüssel suchen, zum Beispiel. Ich leide unter einem Mutter-Theresa-Komplex. Aha. Und welche Art von Terror plane ich Ihrer Meinung nach? Keine Ahnung. Ich bin dabei, es herauszufinden. Das ist Willkür, damit treiben Sie mich direkt in die Hände des Terrorismus. Ist doch klar, dass ich so ein System ablehne, das mich heimlich überwacht. Ja, aber dem Sie zu verdanken haben, dass Sie Ihren Schlüssel wiederfinden. Ja, trotzdem, ich spüre deutlich, wie mein Unmut wächst, wie ich terroristisches Gedankengut gutheiße, aus Prinzip. Und Sie sind schuld, eben war ich noch ein unbescholtener Bürger, jetzt bin ich Terrorist. Und Sie haben es nicht verhindern können, im Gegenteil. Ich merke sogar, dass ich gewaltbereit werde, weil ich mich als unschuldiges Opfer sehe und Widerstand leisten werde gegen das Schweinesystem. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Überwachung nicht dem Bürger dient, sondern den Interessen der Großindustrie. Das haben Sie jetzt davon. Sie haben einen Terroristen geboren. Wenn Sie wüssten, was ich dem Staat alles zutraue, ja, wie Überwachung, setzt der doch nur ein, um peinliche Aufnahmen von seinen Bürgern zu machen. Und das Material, das verkauft er ans Privatfernsehen. Ich gucke schon gar kein RTL 2 mehr, weil ich Angst habe, mich dabei zu entdecken, wie ich aus dem Klo trinke. Ich hänge jetzt an. Das nützt Ihnen auch nichts. Sie überwachen mich ja sowieso, müssen jedes Wort mit anhören. Ja, stimmt. Mist. Man kann doch heutzutage keine Perversion mehr nachgehen, ohne dass es gleich ein Video davon im Internet gibt. Ich atme tief durch und lausche in den Hörer. Mein Gesprächspartner antwortet mich. Sind Sie noch da? Ja.
Und weil der Staat bekanntlich immer Geld braucht, fahr ich fort, verkauft er die peinlichen Videos seiner Bürger ans Fernsehen. Oder ans Internet. Ich glaube, ich habe Burnout. Aha, die Privatisierung frisst ihre Kinder, ja? Mir kommt ein weiterer Gedanke. Oh, oder, rufe ich aufgeregt. Der Staat erpresst die Bürger mit den peinlichen Videos. Bestimmt erhalte ich demnächst einen Brief, in dem er mir droht. Sehr geehrter Herr Finz, wir haben festgestellt, dass Sie samstags nicht die Straße kehren. Sie perverse Sau. Dafür essen Sie samstags Fisch und nicht am Freitag. Sie Anarcho-Schwein. Perverse Sau und Anarcho-Schwein, das sind Sie, beides. Ändern Sie gefälligst Ihre Gewohnheiten, sonst veröffentlichen wir den Clip, auf dem Sie sich genussvoll im Hintern kratzen. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Bundeskanzlerin. Wir erpressen doch keine Bürger, Herr Finz. Das verstößt gegen das Gesetz. Aber als Teil des Überwachungsstaates, da haben Sie doch sicher erweiterte Rechte, oder? Muss ich mich mal erkundigen. Das Freelancer bin ich nicht ganz fit darin. Übrigens, falls Sie es interessiert, ich arbeite gerade an Maßnahmen gegen Videoüberwachung, weil ich mir nicht länger es gefallen lassen möchte. Oh, mir fällt es doch mal auf, Herr Finz. Freut sich, dass Sie Ihr Schlüssel wieder haben und Ruhe. Wollen Sie mal hören? Nein. Sie steigen sich wieder in irgendwelchen Quatsch rein, ich kriege wieder Burnout. Ja, mein Sachbearbeiter zu sein, ist kein Zuckerschlecken, also passen Sie auf, ist so. Um mich vor der allgegenwärtigen Totalüberwachung zu schützen, entwickle ich im Verborgenen eine Geheimwaffe. Ach ja, nämlich? Haha, jetzt sind Sie doch neugierig, was? Also meinen Aufzeichnungen zufolge sitzen Sie die ganze Zeit in Ihrem Sessel, gucken stumpf vor sich hin und glotzen die Tapete an. Raufaser, das ist ein echter Wissensschatz. Wie wollen Sie da eine Geheimwaffe gegen mich, die den Staat entwickelt haben, hä? Ja, haha, Sie können mir mit Ihren euren Kameras nicht in den Kopf gucken. Die Gedanken sind frei, mein Bester. Machen Sie mal keine allzu großen Hoffnungen, ja? Mit Ihnen als Revolutionär nimmt es der Staat locker auf. Sie haben keine Chance, vor allem nicht allein. Ja, Sie sind gut. Ich würde auch lieber in der Gemeinschaft gegen den Staat kämpfen. Aber niemand ist auf Ihrer Seite, oder? Ja, das wäre nicht das Problem, aber andere Menschen gehen mir so wahnsinnig auf den Sack. Ich bin nicht gut im Dazugehören. Ich bleibe lieber Einzeltäter. Ja, hinter Ihnen würden sich auch nicht allzu viel kampfbereite Menschen scharen, oder? Ja, da haben Sie recht. Ich habe nicht so viel Charisma. Sehr wenig sogar. Ja, sehr wenig gar keins. Ja, ist gut. Was haben Sie denn so an revolutionären Aktionen geplant, wenn ich fragen darf? Das sage ich nicht. Oh, bitte. Sie wollen mein Projekt doch nur torpedieren. Revolutionen kommen ja bei der Geheimpolizei nicht so gut an, was? Ich bin da anders. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie versuchen nur, mich zu unterwandern. Mein Vertrauen gewinnen und mir dann den Rücken fallen. Aber nicht mit mir, Freundchen. Warum soll ich Ihnen denn den Rücken fallen? Wie ich Sie einschätze, schießen Sie sich früher oder später selbst ins eigene Knie. Und wenn die Zeit knapp wird, würde ich die Informationen aus Ihnen herausfoltern. Am Telefon? Ich werde Sie mit akustischen Qualen traktieren, bis Sie es nicht mehr aushalten. Dann hänge ich vorher ein. Er atmet hörbar in die Muschel. Sie sind ein würdiger Gegner, Herr Fitz. Aus Ihnen wird mein berühmter Revolutionär. Wenn Sie so weitermachen, spricht in 100 Jahren die ganze Welt anerkennend von Ihnen. Dankeschön, aus Ihrem Mund ein besonders schönes Kompliment. Ich kann das beurteilen, ich bin Experte, bin auch Freelancer, aber Experte. Darf ich Ihnen einen Tipp geben? Gern. Kommen Sie einfach vorbei, dringen Sie in meine Wohnung ein, foltern Sie mich hier vor Ort. Aha, ja. Aber wer überwacht Sie, wenn ich auf dem Weg von der Überwachungszentrale zu Ihnen bin? Meine Anreise kann je nach Verkehr bis zu einer Stunde dauern. Oh, das wusste ich nicht. Denken Sie mal nach, bevor Sie irgendeinen Quatsch vorschlagen. Haben Sie denn keinen Partner? Nein, ich arbeite nur allein. Wie Humphrey Bogart. Der Überwachungsstaat bereitet mir ein bisschen Sorge. Erzählen Sie mir doch einfach unter uns, was Sie planen, Herr Finz. So von Mensch zu Mensch. Ja, okay, aber Sie dürfen es nicht gegen mich verwenden. Ja, ich erzähle es Ihnen als Privatperson, nicht in Ihrer Funktion als Geheimpolizist. Ja, ernsthaft, oder? Sie erhalten bestimmt eine Prämie für jede verhinderte Revolution, oder? Wie die vom Ordnungsamt für jeden Falschparker, den Sie erwischen, oder? Kurze Gesprächspause. Dann fragt er, und sonst so? Danke, gute Selbst, Docker auch. Planen Sie irgendwelche Revolutionen? Es ist sehr gerissen von Ihnen, wie Sie mich zunächst ins Unverfängliche locken, um dann wie beiläufig auf das Thema zu sprechen zu kommen. Ich kann mir vorstellen, dass ich auf Sie hereinfallen werde. Dankeschön, ihr Kompliment geht mir runter wie Öl. Man bekommt selten was Nettes gesagt in meinem Beruf. Als selbstständiger Geheimpolizist ist man nicht gerade Sympathieträger. Dabei bin ich auch ein Geheimpolizist, nur etwas Liebe. Ja, das kenne ich. Ich bin Taubenvergrämer. Ich bin auch nur Liebe. Und deshalb habe ich Ihnen auch verraten, wo Ihr Schlüssel ist, ja? Sie sind mir sympathisch, aber unter uns, Sie zu lieben, stelle ich mir schwerer vor, als mich zu lieben. Wenn Sie mich weiter beleidigen, werde ich Ihnen nie verraten, was ich plane. Mir doch egal. Dann setzen Sie Ihre Revolution eben ohne meinen Widerstand in die Tat um. Wenn Sie es später mal nachsagen lassen möchten, Sie hätten es damals ja auch ziemlich leicht gehabt mit Ihrer Revolution, so ganz ohne Widerstand der Geheimpolizei, bitte von mir aus, ist Ihre Entscheidung. Jetzt seien Sie gleich eingeschnappt. Ich möchte mir ungern nachsagen lassen, Sie hätten mich zu schnell gebrochen.
Ich finde, ehrlich gesagt, ich habe Dankeschön verdient. Ja, ich habe Ihnen gesagt, wo der Schlüssel ist. Ja, ist gut, überredet. Huch, das war ja leicht. Ich wollte schon aufgeben. Also Ohren gespitzt, junger Mann. Um mich gegen Videoüberwachung zu wehren, experimentiere ich zurzeit. Ja, und dann, wenn Sie wissen, wie das ausgeht, müssen Sie das Buch kaufen. Und das Gemeine ist, das Buch gibt es gar nicht mehr. Weil das Buch ist nämlich nach der ersten Auflage eingestampft worden von Ullstein. Also ihr könnt mich fragen bei Gelegenheit. Zweiter Teil.